Es ist so, dass wir in einer Zeit uns bewegen, wo die erneuerbaren Energien die Zukunft bedeuten. Alle Staaten der Welt, alle, vor allem in Europa, vor allem auch in Österreich, stellen das Energiesystem um. Immer mehr Wind- und Sonnenenergie kommt in die Stromnetze. Das ist gut, das ist gewünscht, das mindert die CO2-Emissionen. Aber es hat zur Konsequenz, dass die Stromnetze immer mehr schwanken. Und diese Schwankungen müssen in Zukunft ausgeglichen werden. Österreich macht das durch Pumpspeicherkraftwerke, das wissen wir, aber das allein reicht nicht aus. Wir brauchen weitere Speicher. Und vielen Leuten ist nicht bekannt, dass man eben Energie, thermische Energie, sehr gut in Gebäuden speichern kann und dort in den Betonbauteilen. Also die Vision, die wir bei diesem Gebäude in der Müllgrundgasse umsetzen, ist: Wir nehmen erneuerbare Energie, in dem Fall ist es überschüssige Windenergie. Diese Energie kommt auf eine Wärmepumpe. Diese überschüssige Energie wird in den Beton eingelagert. Und wenn der Wind dann vorbei ist, dann kommt die Wärme in den Wohnungen aus dieser Betondecke heraus und wärmt die Wohnungen so lang, bis wieder erneuerbare Energie zur Verfügung steht. Low Tech, High Fun. Also das vorliegende Projekt wird über insgesamt 9 Wärmepumpen, Erdwärmeanlagen beheizt, die über eine Erdsondenanlage, also über Tiefenbohrungen, ihre Energie beziehen. Dabei kommen ca. 3/4 der Energie direkt aus dem Erdreich und 1/4 wird als Strom benötigt, um diese Wärme zu erhalten. Das Besondere ist, dass dieses Projekt bauteilaktiviert ist. Das heißt, sämtliche Zwischendecken sind mit einem wassertragenden System, also in der Art wie eine Fußbodenheizung ausgestattet. Und durch dieses System fließt im Winter warmes und im Sommer kaltes Wasser, um das Gebäude auf einer angenehmen Temperatur zu halten. Das Besondere an der Bauteilaktivierung ist, dass sie als Speicher dienen kann. Das heißt, ich kann viel Energie in diese Bauteile einbringen und sie erst dann nutzen, wenn der Raum sie wirklich benötigt. Das Ministerium hat sehr viel mit diesem Projekt zu tun. Nämlich schon in einer sehr frühen Phase, wie noch nicht dieses Projekt überhaupt geplant war, sondern es war am Anfang war die Idee. Entscheidend ist ja, dass zukünftige Städte möglichst CO2-neutral funktionieren, das heißt höchst energieeffizient. Und hier, gerade mit erneuerbaren Energien, ist es wichtig, die Stadt sehr viel Flexibilität hat, Speicherpotenzial. Und deswegen war es ein expliziter Schwerpunkt unserer Forschungsausschreibungen, dieses Thema, die Stadt als Energieschwamm zu thematisieren. Welche Möglichkeiten hat die Stadt hier, verschiedenste Energien zu speichern und wieder abzugeben, wenn man sie braucht? Und eine sehr interessante Idee, an die man vor 10 Jahren überhaupt noch nicht gedacht hat, war einfach die Masse der gebauten Stadt als Speicher zu verwenden, die Bauteilaktivierung. Und da gab es eine Reihe von Forschungsarbeiten, wie Sie da auch sehen, wo man sich überlegt hat, theoretisch, wie kann denn das funktionieren, wie muss das dimensioniert werden, wie muss man es berechnen, um dann das zu realisieren. Man kann das hier ganz gut erkennen, hier der Betonkörper mit seiner Armierung und in dieses System ist einfach ein Schlauchsystem eingebracht, wo hier Wärme oder Kälte eingebracht werden kann. Aber in diesem großen Maßstab, wie das jetzt realisiert wurde, ein sozialer Wohnbau mit, ich denke, 155 Wohneinheiten, das ist wirklich so ein ganz wesentlicher Schritt in die Zukunft gewesen, um das, was theoretisch erforscht wird, wirklich jetzt praktisch umzusetzen, zu erproben. Und für uns ist natürlich auch besonders interessant, mit Begleitforschung auch zu schauen, was kommt dabei raus, wie sind die Wirkungsgrade, wie verläuft der gesamte Versuch, um hier dann Schlussfolgerungen für eine breite Ausrollung auch vorliegen zu haben.